Bier mit Honig, Blumen oder gar Schokoladengeschmack. Kann das schmecken? Ja, es kann. Man muss nur wissen, welcher Gerstensaft zu welcher Gelegenheit passt. Einer, der sich da besser auskennt als alle anderen, ist Karl Schiffner, erster Weltmeister der Biersommeliers. Der Biersommelier ist derjenige, der den Verbraucher, den Konsumenten animieren soll, dass er das Bier zum richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort, richtig temperiert, zum richtigen Essen zu sich nimmt und damit einen höheren Genusswert hat. Denn ein Imperial Stout, das sehr bitter ist, das vielleicht sehr kräftig, aromatisch ist, das würde ein normaler Biertrinker wahrscheinlich ausschütten. Aber wenn er es einmal mit Bitterschokolade verkostet, dann wird er spüren, dass hier also zwei Aromen aufeinandertreffen, die richtig Genuss und Freude machen. Doch was nützt der schönste Geschmack, wenn das Produkt aus optischen Gründen gar nicht vom Verbraucher wahrgenommen wird? Im Schnitt nämlich braucht ein Kunde nur 2 Sekunden, um sich für oder gegen ein Produkt zu entscheiden. Das zeigt, wie wichtig Farben, Formen und Etiketten einer Verpackung für den Verkaufserfolg sind. Die Wahl der Farben ist vor allem abhängig von der Zielgruppe. Bei den Jugendlichen sind die fancy Farben die in die Richtung Retro gehen, das kann Türkis, Orange in diesem Bereich Nuancen sein. Und bei den, beim Publikum im älteren Semestern sind wir eher bei diesen Naturtönen und im Premium-Bereich ist es ganz klar Schwarz und Silber mit Weiß kombiniert. Ob jung oder alt, Händler oder Verbraucher, auf der Drinktec erlebt jeder eine Sinnesreise ohnegleichen. Neuartige, auf die Zielgruppe abgestimmte Geschmacksrichtungen runden den Trinkgenuss ab. Besonders im Trend dieses Jahr Near-Water-Getränke, Mineralwasser mit nur leichtem Frucht- oder Kräutergeschmack. Angereichert mit Vitaminen und Ballaststoffen liefern diese Drinks einen schnellen Energiekick. Doch Getränke sollen heute nicht nur gesund, sondern im besten Fall auch ökologisch korrekt produziert sein. Der Bio-Boom ist längst auch in der Getränkeindustrie angekommen. PLA ist das neue Stichwort. Wenn man heute PET nimmt, ist der Rohstoff ja aus erdölbasierten Komponenten hergestellt. Und bei PLA ist der Grundstoff Maisstärke. Also aus dem Maisfeld wird Stärke gewonnen. Oder aus Kartoffelstärke. Und mit diesem Rohstoff kann man dann einen Kunststoff herstellen, der sich für die Flaschenherstellung und für die Getränkeabfüllung auch eignet. Die Drinktec 2009. Wegweiser für Innovationen, Fachwissen und guten Geschmack. Ein Prost auf die weltweit größte Getränkefachmesse.